Und da muss ich schon mal fragen, Herr Habeck, sind Sie eigentlich der deutsche Wirtschaftsminister oder der Wirtschaftsminister der Ukraine? Herr Habeck, vertreten Sie eigentlich deutsche Interessen oder vertreten Sie die Interessen des Auslands? Die Bürger in Deutschland kennen die Antwort. Diese Regierung, diese Bandera-Baerbox, diese Volodymyr Habecks, diese Sachwalter des Auslands, denen ist Deutschland doch völlig egal, meine Damen und Herren. Wer aber Deutschland aufbauen will, wer will, dass es in Deutschland wieder vorangeht, der hat eine Partei zur Auswahl, die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Also, kommen wir denn mal wieder runter ein bisschen? Hallo? Können Sie sich mal ein bisschen beruhigen? Ich kann Sie ja auch gar nicht verstehen, wenn Sie alle gleichzeitig schreien. Also erst einmal möchte ich auf die Rede eingehen, nur auf einen Teil. Unsere Außenministerin mit jemandem zu vergleichen, Bandera, dem immerhin Rechtsextremismus nachgesagt wird, das möchte ich mal für dieses Haus hier wirklich zurückweisen, in aller Deutlichkeit. Man kann viel sagen, aber das ist ein Vergleich, der nicht gehört. So, und wenn es weitere Dinge gibt, müssten Sie das hier uns sagen, aber nicht durcheinander schreien. You can be losers, set me free.